Ja, und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Rise of the Tomb Raider mit dem Marco. Das bin ich, dem alten Kaffeeonkel. Und wir müssen verschwinden hier. Bei der eisigen Kälte durch die Plörre hier warten. Und die Haare wehen im Wind. Die hatten eingebauten Föhn, ich weiß auch nicht, warum immer die Haare wehen. Oh oh. Der Bahnhof ist am nördlichen Ende des Gulags. Ich warte dort auf Sie. Schon unterwegs. Okay. Ja. Seltsam, wieder im Einsatz zu sein. Ich war so lange undercover, eingesperrt in die Gemütlichkeit des Craft-Anwesens. Hier gibt es keine Gemütlichkeit. Die Luft ist gefroren. Das Essen aus Dosen und kalt. Die Gesellschaft außer Konstantin ist unterirdisch. Aber ich wollte hierher. Ich muss hier sein. Ich habe nicht den Luxus von Zeit oder Geduld. Konstantin und ich machen diese Reise gemeinsam. Ich werde da sein, wenn er sein Schicksal erfüllt. Also atme ich erstmal tief durch. Lasse die eiskalte Luft in meine Lungen, um mich daran zu erinnern, dass ich noch lebe. Um mir Kraft für den letzten Schritt zu unserem Schicksal zu geben. Na dann. Okay. Natürlich hörst du dir natürlich mitten auf der Flucht erstmal so ein Ding an, in aller Ruhe. Ich muss hier raus. Echt wahr? Dann würde ich sagen, wir nehmen einfach die Tür. Einfach mal durch die Tür hier. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Okay. Gibt's hier irgendwas? Ach du heilige Scheiße. Verkettungsseilpfeile können auch an Seilrollen befestigt werden. Ja, schön für dich. Ach so. Mhm. Mhm. Sehr schön. Komm schon. So. Jaha, Geronimo, komm schon. Alter. Wer weiß, wie lange das hebt. Ja, noch hebt's. Gut, wir wollen hier durch. Weg hier. Komm schon. Nein! Jawohl. Sackgesicht. Komm schon, du Sackgesicht! Verpiss dich! Du auch! Und du sowieso! Penner! Oh, da ist noch einer! Arschgesicht! Komm schon! Alter! Oh oh! Arsch! Dabei wollte ich nur ein bisschen was einsammeln hier! Wir könnten doch über alles reden, mein Freund! Nicht, komm schon, lade nach. Boah, die ist ganz schön unpräzise, die Knarre, aber was soll das? Alter Schwede. Okay, wo sind die Penners? Oh, Munition mitnehmen. Nice. Oh oh. Arschgesicht. Nochmal Arschgesicht. Penner. Komm schon, was haben wir hier? Ein Klumpen mitnehmen. Du auch. Verpiss dich. Arsch. Nichts da. Lara wird nicht angegraben. Okay, wo sind die? Wo sind denn die? Wo bin ich denn überhaupt? Wow! Alter! Ja, und jetzt?
Verpiss dich! Arsch! Alter, geht's schon wieder ab hier. Ist ja schlimm. Na, mitnehmen. Wow. Wow. Nein, fuck. Sorry, den habe ich nicht gesehen. Den habe ich einfach nicht gesehen. Ja, ist ja gut. Alter. Na, komm schon. Du bleibst liegen. Sackgesicht, elendes. Na, komm her. Diesmal nicht. Sackpenner. Mitnehmen, dankeschön. Alter. Jawohl. Nimm's mit. Komm schon. Komm schon! Alter! Arschgesicht! Drecksack! Glaubst du noch, nur du hast die Knarre, du Sack! Arsch! Gesicht! Na? Ach so. Okay. Ah, ein paar Pfeile haben wir ja noch. Alter Schwede, gibt's doch wohl nicht. Lade nach. Gibt's nichts zum Nachladen? Okay. Weiter geht's. Schauen wir uns noch ein bisschen um. Was habe ich hier gerade gesehen? Holz für Pfeile, das ist immer gut. Sehr schön. Ja, was haben wir hier? Schon wieder so ein Teil. Alter. Wir gehen weiter ins Tal vor. Ich starre abwesend die Ruinen an und denke über meine Sterblichkeit nach. Diese Bauten stehen seit Jahrhunderten hier und warten auf diesen Moment. Ich kann ihre Erwartung spüren. Der Stein will, dass wir erfolgreich sind. Und was sollte uns aufhalten? Ungläubige? Angsterfüllte und Verlorene? Jene, die die Quelle so lange vor Trinity versteckt haben? Wir sind diejenigen, die das hier Verborgene seinem wahren Nutzen zuführen werden. Diese Welt ist zu verdorben, zu verfault, zu krank und kann nur noch von Trinity gerettet werden. Wir werden eine Armee haben. Ja. Ein gerechter Mann wird sie führen. Ja. Konstantin wird dieser Mann sein. Naja. Es gibt immer einen Guru und immer hat einer die Wahrheit und ja, Sünde ist auch immer nur das, was wer zur Sünde macht, ne? Also je nachdem, wer es wie definiert, ist es halt Sünde oder auch nicht oder wie auch immer, ist immer die gleiche Geschichte. Alter! Sind Sie das, Jacob? Lara, passen Sie auf. Sie sind überall. Sie werden Probleme bekommen. Da ist er! Erledige ihn! Verdammt! Scheiße! Okay. Erstmal ins Lager. Zum ersten Mal seit Wochen werden die Dinge klarer. Ich weiß, dass hier etwas versteckt ist. Die Sowjets haben danach gesucht. Und jetzt Trinity und Anna. Anna. Oh Gott. Ich kann es noch nicht glauben. So lange Zeit. Hat sie Dad auch beobachtet? Ich muss weiter Jacob finden und mich seinem Volk anschließen.
Wenn ich mich bei ihm beweisen kann, verrät er mir vielleicht mehr über diesen Ort. Jo. Okay, Fähigkeiten. Was haben wir denn da noch? Effizienter Killer, lautlose Kills. Automatisch geplündert. Duellantenreflexe, für unser Zeitfenster Ausweichkonter, den nehme ich mit. Der ist schon mal ganz gut. Ah. Was haben wir hier? Feldsanitäter. Verbinden sie Wunden schneller, effektiv stärkt sich. Mhm. Erledigen Sie beim Ausweichkonter Feinde ohne Rüstung durch zeitlich perfekten abgesetzten Drücken von Y. Mhm. Sind viel schneller und erledigen Feinde mit unglaublicher Kraft. Okay, gucken wir hier rein. Was haben wir hier noch? Plünderer. Zu uns mehr Muni. Ja, gut. Finesse, Bonus EP, Kopftreffer, lautlose, lalala. Mhm. Nerven aus Stahl ziehen, für den gespannten Bogen bleibt erheblich länger stabil. Das finde ich auch nicht schlecht. Ja, der Doppelschuss. Mhm. Feuern Sie gleichzeitig bis zu zwei Pfeile auf zwei separat anvisierte Ziele ab. Während Sie mit dem vollständig gespannten Bogen zoomen. Ich glaube, das nehme ich einfach mal mit. Während Sie mit dem vollständig gespannten Bogen zoomen, können Sie mehrere Ziele anvisieren, indem Sie für eine kurze Zeit auf sie zielen. Mhm. Nach dem Auslösen treffen die Pfeile mehrere Feinde gleichzeitig. Rote Zielsymbole zeigen anvisierte anvisierte Ziele und an und die Position der Markierungen gibt Aufschluss darüber, wo die Schüsse treffen werden, entweder Körper oder Kopf. Alles klar. Werde ich zwar wahrscheinlich wieder tausendmal verpeilen, aber was soll das? Wir haben Bogen Weiße Witwe. Oh, die ist auch nicht schlecht. Okay, aber was ist jetzt hier besser? Schaden. Recurve Bogen. Ist gleich. Eigentlich. Dann würde ich sagen, wir nehmen mal die Weiße Witwe, weil die sieht einfach cooler aus. Es bringt nichts. Also hat keinen Vorteil in dem Sinn. Aber ich glaube, wir gucken uns mal die hier an. Präzisionslauf. Ermöglicht eine störungsfreie Flugbahn der Kugel und erhöht den bewirkten Schaden. Schussfrequenz. Schafft Gewehrlasse eine verbesserte Rückstoßstabilität, also Genauigkeit. Ich die mal mitnehmen. Ein erweitertes Magazin. Schlagbolzen. Erhöht die Schlussfrequenz, erhöht den Schaden. Ich würde fast gar mal erstmal auf Magazin gehen. Nice, jetzt kann ich wieder nichts mehr machen. Shit, einfach zu wenig Zeugs. Unglaublich. Okay. Ach, sag mal, was haben wir denn hier noch? Ja, ist ja eigentlich egal. Komm, drauf geschissen. Weiter geht's, meine lieben Freunde. Beziehungsweise, wie lange geht denn der Part schon? Ich würde sagen, wir machen weiter im nächsten Part. Und damit sage ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Rise of the Tomb Raider. Euer Maiko, euer Kaffee-Onkel verabschiedet sich. Have a nice day. Bis dahin. Ciao, ciao.